Moin moin ihr Lieben und willkommen zurück zur Formel 1 Karriere. Heute geht es zum großen Preis der Niederlande. Es geht nach Zandvoort, eine wunderschöne Rennstrecke und bislang lief die Saison super. 46 Punkte geholt in 4 Rennen. Damit sind wir punktgleich mit Sebastian Vettel, nicht mal 30 Punkte entfernt von WM-führenden Lewis Hamilton. Und wir gucken auch auf die Konstrukteurs-WM, da ist Renault auf Platz 4, nicht allzu weit entfernt von Red Bull und Ferrari. Nur Mercedes konnte sich da deutlich distanzieren und wir unsererseits haben uns von den Plätzen 5 bis 10 distanzieren können. In Sachen Performance, da sind wir ebenfalls auf Platz 4, knapp lediglich vor Racing Point. Der Abstand dahinter ist noch ein bisschen größer, aber wir schließen zu den Top-Teams auf. Eine sehr gute Sache und damit gucken wir auf das Qualifying und wie das gelaufen ist. Also Zandvoort, eine wunderschöne, schnelle Rennstrecke. Es geht hier runter in den dritten Gang durch Kurve 1 und dann außen nicht so weit auf den Curb kommen, denn sonst versetzt das Auto sehr stark und dann hier diese Steilkurve fast schon, da relativ weit innen bleiben, früh raus beschleunigen, keinen Quersteher haben. Mir fehlte hier zwar jetzt schon ein bisschen Zeit, aber da dürfte es in anderen Streckenbereichen ein bisschen besser ausschauen, beziehungsweise auch im Long Run, denke ich mal. Früh aus der Rechtskurve hier wieder raus beschleunigt, rechts hier voll den Curb mitgenommen, da muss man nicht unbedingt so hart drüber poltern. Und jetzt eine relativ langsame Passage, wo man sehr geduldig sein muss. Späte Scheitelpunkte muss man hier wählen. Man kann erst spät wieder raus beschleunigen, weil die Kurven zumachen. Die Rechts- und die Linkskurve. Und jetzt meine Lieblingspassage tatsächlich. Hier rechts innen über den Curb und dann links sehr, sehr nah am Curb dranbleiben. Sehr spitz aus der Kurve raus beschleunigen. Und das sieht immer noch okay aus. Rechts an den Curb ranfahren in der letzten richtigen Kurve. Und dann haben wir die Steilkurve. Die geht hier komplett voll. Da nochmal das DRS öffnen und das war eine Runde in Zandvoort. Ja, die KI, die ist relativ stark hier unterwegs, vor allem auch im Qualifying und wir schauen einfach mal, wie das Ergebnis der Qualifikation ist. Lewis Hamilton ganz vorne vor Charles Leclerc. Dahinter in Startreihe 2 Valtteri Bottas vor Max Verstappen, dem Lokalmatador. Dahinter haben wir Alex Albon, Sebastian Vettel, Ricardo Perez, Stroll. Wir sind auf der 10. Dann vor Carlos Sainz, Lando Norris, Raikkonen und Kevin Magnussen. Romain Grosjean dann dahinter vor Gasly, Giovinazzi, Russell, Latifi und Kvyat. Strafversetzt auf dem letzten Startplatz. Und die Strategie, die ist heute klar. Wir starten auf Soft und wechseln später auf die harten Reifen. Eine Einstopp ist die schnellste hier. Und damit viel Spaß beim großen Preis der Niederlande. Let's go, ihr Lieben. Sandwich bei den McLaren. Soft Hard ist auch normal die schnellste Strategie anscheinend. So, vorne links 94 Grad, noch passt alles. So, jetzt mal schauen, wie ich hier innen bleibe. Ich achte mal nicht drauf, dann sonst wirkt das so super gezwungen. Man macht es auch dann nicht so gut, glaube ich.
Was? Absolute Bestzeit im letzten Sektor, okay? Bleib erstmal dran. Okay, für dieses Rennen gebe ich mir eventuell einen Rewind für die Boxeneinfahrt. Ich habe keine Ahnung, wo die ist, die Bremse, der Bremspunkt. Cindy ahead of me is very slow. He's doing mistakes. Benutzt man den? Genau so. Genau so benutzt man den Overtake-Button. Du kannst den Knopf belegen und dann nutzt du den. Nach dem Knick bremsen. Also Philipp, ich beherrsche die Strecke ganz gut, danke. No tips needed. Achso, du meinst die Boxen einfach, danke. Ich dachte, du meinst irgendwie die schnelle Rechtskurve oder so. Jo, danke. Ja, ich habe aber keine Ahnung, wo die genau ist, danke. Also mir sagt das mit dem Klick schon was, aber ich habe keine Ahnung, wo ich bremsen muss.
Und ich teste das einfach gleich mal. Mal gucken, kriegen wir irgendwie hin. Bis jetzt habe ich die Reifen unter Kontrolle, was die Temperatur angeht. Sehr gut. Oh. Gejinxt. Fast. -104 Grad ist hier normal. Das passiert immer wieder. Oh, ich hatte da schon Overtake drin, okay. Unangenehm. Persönliche Bestzeit und im letzten Sektor absolute Beste. Ja, außerhalb gegen Ricardo hier gleich. Daniel is much slower. I could get past that Force India ahead of him. Vamos! Beide in einer Kurve, Alter! Alter, was machst du denn? What is this guy doing? What is this guy doing? What the hell? Unbelievable. Oh nee. Daniel, Fernando is faster than you. Confirm you understood the message. Und Andy Schübel, danke für den Prime Sub. Moin, moin, mein Lieber. Ja, das meinte ich. Ich habe keine Ahnung, wo ich bremsen soll. Gehen wir nochmal zurück.
Alter! Du musst ja vor dem Knick noch bremsen. Was ist da los? Okay. Perfekt. Und Jakade, vielen Dank für die 300 Bits, mein Lieber. Merci. Receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Auf geht's. Sekunden. Scheinbar verliert man an der Box nicht so viel, oder ich habe gut aufgeholt. Gap to teammate ahead is 15.9 seconds. They're on old softs. They're in sixth. The time last lap was a 1 minute 13.3. Mann, Kabel nervt. The gap to the car behind is 5.3 seconds. Albono! Albono! Yellow flag. Some information on Albon. They're retiring from the race. Oh, Ricardo. Sieht unruhig aus. 3 Sekunden vor Stroll.
Krasse ist halt einfach, dass du in Zandvoort so lange mit diesen Reifen unterwegs bist. Wir haben jetzt erst die Hälfte des Rennens, obwohl wir schon unseren Boxenstopp, nicht mal die Hälfte des Rennens, obwohl wir unseren Boxenstopp schon lange erledigt haben. Ungefähr 7 Minuten. Das ist echt immer anstrengend in Zandvoort. Oh Mann. Unglaublich viele IAS verbrennen wir den Rest der Runde. Jeff gerade ein bisschen genervt. Im Delta. Ich hätte in der ersten Kurve in der vorigen Runde extrem viel liegen lassen.
Überhol ihn doch endlich. Push. Danke für den Tipp. Nö, mach ich nicht. Ist aber krass, dass wir fast 31.000 Follower zusammen haben. Für alle Leute, die neu auf dem Channel sind und noch nicht gefollowt haben, tut das sehr gerne. Bin ich sehr verbunden, danke. Auch denen, die bisher schon followen, logischerweise. Tausend Views haben wir geknackt, krass. Bottas an der Box. Vor uns rausgekommen, Alter. Okay. Bottas dezent schneller. Hätte im siebten bleiben müssen. Hast du? 5-6. Hier hat die KI halt so viel Grip immer. Wenn überhaupt jemand hier überholen kann, dann die KI. Oh, oh. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Condition is still looking good. Okay, gap ahead is 12.7 seconds.
is 16.1 seconds. In der kleinen Schikane habe ich auf zwei Sekunden erhöht den Abstand. Nein! Kannst du dich mit den Zehen festhalten? Verdammt! Prediction Dave hat ja schon für gestern oder für heute angesagt, okay, Alonso, entspannt. Sag mal, morgen gibt es noch was Interessantes. 2,3 zu Ricardo, Alter, wie schnell ich in der kleinen Schneckenkurve bin. The gap to the car ahead is 17.4 seconds. War aber auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich bin der Stein. Gern geschehen, Bumble, für den neuen Clip. Ich bin der Stein. We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Los, Rocky! Don't wait too long to turn the engine down. Peter heißt Fels, ja. Dave heißt Stein. Aber so, 2,5 Sekunden. Mal gucken, wie es jetzt hier aussieht wieder. Okay, diese Runde war nicht gut hier in der Kurve. Trotzdem 3 Sekunden. Alter, ich bin eine halbe Sekunde in dieser Kurvenkombination schneller. Okay, am Exit wieder viel Zeit verloren. Okay, clear. Da ist ein McLaren raus. Bin mal gespannt. Morgen Abend können wir sicher über ein weiteres sehr spannendes Thema reden. Dazu verrate ich euch erstmal nichts. Ich sag nur, haltet morgen auch die Augen und Ohren offen. Oh, da ist ein Williams jetzt. Langsam. Von Racing Point war es, nicht in McLaren. Lance Stroll. VSC deployed. The virtual safety car has been deployed. Oh mein Gott, ich habe 60% auf dem Reifen. Nein.
speed or wahrscheinlich etwas mit Vettel. Slow your pace immediately. Vielleicht. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Caution, caution. Ich verrate nichts. Alonso habe ich schon vor ein paar Monaten, by the way, predicted. Ich glaube, am 14. April oder Mai war es sogar. Am 13. Formel 1 Transfervorhersage. Ich habe nicht gesagt, dass es ein Formel 1 Transfer wird. Mal gucken. Oh, war gerade übrigens sehr unlucky, dass wir auf der Startziel wieder restartet haben. Okay, nice. Du weißt ja, wir dürfen nicht öffentlich drüber reden. Schick's mir einfach. Rücktritt von Sepp. Ich sag nichts, wie gesagt. Morgen wird aber die Formel 1-Welt ein bisschen Kopf stehen, sage ich euch. So ein bisschen wie heute. Woher weißt du, Dave, was morgen passiert? Ich sag mal, mittlerweile ist man in vielerlei Hinsicht ganz gut vernetzt. Da weiß man vielleicht ein bisschen mehr, als jemand von außen denkt. Ob jetzt realer Motorsport, Simracing oder realer Motorsport und Simracing kombiniert, so ein bisschen wie bei einem Video, was ich vor einer Weile gemacht habe, wo ich unter anderem über Pagenaud und Norris geredet habe, auch über was anderes noch. Vielleicht weiß man da ein bisschen mehr, als manch einer denkt. Und genauso auch hier vielleicht. Die Welt ist klein. Gap to car in front is 19.6 seconds. Wer kommt morgen nicht? Wie gesagt, morgen ein bisschen mal Twitter und so bereithalten. We've only got two laps of fuel left. Mal gucken, wie die sich bei Überrundung verhalten. Oh, Leclerc hätte nichts gegen Dave im Team. Nee, keine Ahnung. Mal gucken. Be careful.
tires have deteriorated significantly at this point. Jo, das wird schwierig mit dem Reifen. We're leading our teammate by Blabla XP. Marco, bist du's? Kann niemals der echte Marco sein. Yes, Sir. Warum bist du vom XX abgewichen, Mann? Das kann doch nicht sein. Latifi. Blue Flag. Alter, das habe ich nicht erwartet, dass der da einfach random langsamer wird. Blue Flag. Leute, ich gebe gar keinen Teaser, ganz ehrlich, nee. Ich sag euch nur, dass ich was weiß, aber ich sag euch nicht, was ich weiß. Wenn ich das tue, dann gibt es genauso Stress, wie wenn ich sage, woher ich es weiß. Sehr gut, Marco. Wäre es nicht besser, gar nichts zu sagen? Ich sag nur, dass morgen was passiert. Das darf ich sagen. Oder schon etwas passiert ist und morgen wird es bekannt gegeben. So viel kann ich machen. Mehr geht nicht. Ich habe nur gesagt, dass wir morgen Abend über Formel 1 reden werden, wahrscheinlich. So, Hamilton gewinnt das Ding. Okay, nach 10 Runden reingehen ist problematisch für die Reifen, merke ich mir. Knapp vor Ricardo geblieben. Und das ist es, ihr Lieben! Das ist es, B6. Schon wieder geile Punkte geholt, Alter. 107er KI. 107er KI, Alter. Oh. Kuss auf Bizeps. Habe ich wirklich gemacht, oh Gott. So, another fantastic victory for the Silver Arrows. So, Anthony, what made the difference? Jetzt kann ich was trinken. I'd say it was down once again to good consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today and the results speak. Alter Falter, Joker aus Zwickau. Hau 10 Subs raus, holy moly. Danke dir, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, Mann. Vielen Dank, Mann. So, ja. Let's have a quick look at how the driver standings have changed. It's a great result for Lewis Hamilton, who moves further ahead at the top of the table. Let's focus on the driver of the day, Anthony Davidson. Who do you pick? I have to give it to the professor. There was a lot going on all down the field, but they were the only one who I really felt maximized their potential. It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. Mercedes continue to extend their lead. And with that, we wrap up another weekend of motorsport. But with more races lined up, be sure to join us when we come back with more Formula One. Nice. Sehr schön. Gucken wir auf die Standings, ihr Lieben. Wie schaut's hier aus? Also, auf Platz 6 zurückgefallen. Vettel immer noch vor uns, Charles Leclerc zieht vorbei. Ja, also ist okay, ne? Wir sind noch vor Albon. Wir sind bei 54 Punkten. Und ja, KWM-technisch auf Platz 4. 74 Punkte, ein Punkt zu viel. Schade, aber schön. Schön, macht Spaß. Uiuiuiui, sauberes Ding.
Und wir gucken mal kurz in die Highlights. Währenddessen bedanke ich mich nochmal bei Koi Karl für den Prime Sub, bei Zapmann für den Prime Sub. Vielen, vielen Dank euch beiden. Robi Tobi subbt in den 7. Monat mit Prime. Merci, mein Lieber. Apropos, drauf gewartet, um im Stream zu verlängern. Nun geht's weiter mit Monat 7. Danke dir, mein Lieber. Guten Abend. Und vielen Dank auch Jakade, haut 300 Bits raus. Wieso bin ich noch kein VIP? Hatte gestern meine Kanalpunkte dafür ausgegeben. Oder kann ich das einfach nur nicht sehen, weil neben meinem Namen schon so viel steht? Danke erstmal für die 300 Bits. Ich guck mal gerade. Wie schaut das aus? Bist du schon? Oder... Ich guck mal gerade. JKD machen wir direkt mal als VIP. Ist bereits VIP, okay. Und ich habe gesehen, neue VIP anscheinend. Und Ruffinator, danke dir, mein Lieber, für den Sub. Merci, mein Lieber, und guten Abend. Comment ça va? Was genau passiert beim Spielewunsch? Du kannst dir ein Spiel wünschen, das wir zocken. Aber jetzt nichts, wo man sagt, ja gut, du... Oh, Doppel-Überholmann, wer könnt ihr, Alter? Oh, Mann, Alter. Oh. Das war die Szene des Rennens. Oh, wie gut Ricardo aber auch verteidigt hat. Aber er hat keine Chance. Guckt es euch an. Zack, Brody. Fernando Alonso ist einfach genial. Sorry, Alter. Fernando Alonso, Pock. Oh. Kann man als Spielewunsch F1 2020 machen, klar. Deine Sache. So. Und Kamisch, vielen Dank auch dir für den Prime Sub. Merci, mein Lieber. Guten Abend. Uiuiui. Jetzt geht's aber hier ab. Ich hab sogar einen Hype Train gestartet. Alter, was geht? So. Gucken wir mal ganz kurz nochmal. Achso, das Manöver gegen Ricardo muss noch hin. Wo ist das Manöver? Are you serious? Als ob das Manöver nicht reingepasst hätte. Na gut, dann nehmen wir das andere. Und DarkTV, danke dir, mein Lieber, für den Prime Sub. Moin, moin. Wie geht's dir stets? Wie war der Stream gestern Abend noch? Und böse Holzlatte subbt auch mit Prime rein. Danke dir, Mann. Geiler Nickname, sehr geiler Nickname. Oh, diese Stelle mag ich zum Überholen. Einfach außenrum senden. Easy, dann kommt er nicht nach außen und zack. Vorbei. Und Laser! Vielen, vielen Dank auch dir für den Prime Sub. Merci, mein Lieber. Und Götter F1 auch am Start, haut 100 Bits raus. Danke dir. Periodic im 7. Monat mit Prime. Alter. Danke dir, Mann. Was geht jetzt ab? Ich meine, das Sandford-Rennen hat das auf jeden Fall verdient, ey. Vielen Dank, Leute. Viele Leute versuchen das zu predikten, das finde ich spannend. Okay, gucken wir gleich mal, was wir als Thumbnail so nehmen. Und Active Pilot, auch dir vielen Dank für den Prime Sub. Merci, mein Lieber. Moin, moin. Hey, Megatron, was meinst du denn? Mach's mal so und guck mal, ob das... Oh, come on. So könnte es gut aussehen, oder? Pass mal auf. Das könnte gut aussehen. Yo, DarkTV. Sehr, sehr gerne. War mir eine Freude. Wenn du Spaß hattest, hat ja alles gepasst. Sehr schön. Freut mich sehr. Eine Sache ärgert mich nur immer wieder, wenn ich keinen passenden Winkel bei der Kamera finde. Oh boy. Hier vielleicht?
So? Von innen? Und Salty Rippchen, vielen Dank für den Prime Sub in den zweiten Monat rein. Merci, mein Lieber. Guten Abend. Und er postet den Dave G. Yoke rein. It's a Yoke. It's a Yoke. Ah, weiß jetzt, ich bin noch nicht so zufrieden mit den Bildern, die wir hier schießen können. So? Peter, danke dir auch für den Prime Sub in den zweiten Monat rein. Merci, mein Lieber. Guten Abend. Ja, ich merke schon, ich habe die Gerüchteküche gerade hier im Chat zumindest ordentlich angetrieben. Ich gebe euch vielleicht noch einen kleinen Tipp gleich. Boah, das sieht ja schön aus. Das sieht noch schöner aus. Holy moly, das sieht super aus. Alles klar. Aufnahme starten. Thumbnail ist aufgenommen. Sehr schön, weiter geht's. So, Advance. Ich glaube, hier haben wir nichts mehr, oder? Zu tun. Nö. Finde ich, dass noch viel von den alten Sandford-Strecke übrig ist. Ich sag ganz ehrlich, das ist mit dem Formel-1-Auto eh eine ganz andere Strecke. Ich kann das nicht genau beurteilen vom Formel-1-Auto aus. Nö, das Auto war wie eine Balletttänzerin. War schön. Your team must be ecstatic with how you're performing. Appreciate your time. Okay. Jeweils drei. Wow, der hat die schnellere Runde. Das hat mich schon im vorigen Spiel irgendwie ein bisschen, oder in den vorigen Spielen immer ein bisschen geärgert. Ich meine, im Prinzip könntest du doch einfach sagen, hey, warum gibt es zum Beispiel nicht bei besserer Position zwei Punkte? Und bei Podium, bei schnellster Runde einen Punkt. Schnellste Runde interessiert halt keinen, ne? Oder die schnellere Runde. Schnellste Runde? Ja. Schnellere Runde? Nö. Überhaupt niemand. So. 20% Failrate. Ja gut, ich würde gerne wissen, wie viel wir hier theoretisch hätten. Aber wir nehmen das hier. Wann wird das fertig sein? Bis zum Monaco-Rennen. Da bringen wir ein Motor-Upgrade. Ja, bringt nichts. Dann warten wir mal. Okay, we've had the new parts come through from the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Okay, was passiert, wenn ich das jetzt mache? Immer noch vor Monaco. Ja, komm, dann machen wir das, oder? Ich glaube, machen wir mal. So. Schön. Oh, Racing Point und Renault preschen hier ordentlich voran. Sehr schön. Ja, damit, Contracts? Moment. Driver Perks? Ich habe ja keine Kohle mehr, ne?
Ihr könnt mir ruhig ein bisschen Kohle geben, alle. Bottas mit 3 schnellsten Runden. Hamilton hat 4 von 5 Rennen gewonnen. Ich bin der einzige Fahrer außer Hamilton, der ein GP gewinnen konnte. LOL. LOL. 2x6., 2x7., 1x1. Perfekt. Also, viel besser hätte es nicht laufen können. Damit an alle Leute von YouTube, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben, da gerne ein Abo raus und gerne beim nächsten Mal wieder einschalten und gerne auch live auf Twitch vorbeichecken, denn hier ist es wunderschön, hier ist es sehr, sehr entspannt und hier bekommt ihr vielleicht ein paar Leaks mit. Haha, haut rein.